Erzähl mal, warum bist du so nass? Ich bin vom Boot gefallen. Wir haben hier 4 oder 5 Kescher und überall ist jetzt ein Fisch drin, oder was? Kann nicht wahr sein. Boah, was eine Fahrt. 36 Grad und 5 Stunden Autofahren. Aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Part von dieser Serie. Und Tammo und ich haben uns aus dem letzten Video verabschiedet und gesagt, wir fahren einen Kanal. Sind wir nicht. Wir haben einmal kurz angehalten, aber haben eine Einladung erhalten. Und zwar von Dom aus dem Laden. Dominik Gerdges. Der ist mit einem guten Kumpel hier mit dem Tim an einem Gewässer, an einem Stausee. Und die haben gesagt, hey Leute, kommt vorbei, hier läuft's. Lass uns doch ein Social machen und der Einladung sind wir natürlich gerne gefolgt. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Erstmal müssen wir die Karre ausräumen, das da runterschlurren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber was muss, das muss. Also, bis gleich. Vorerst war das Anstrengendste geschafft. Das Camp war errichtet und der Grill war an. Das war für mich auf jeden Fall das Wichtigste in dieser Situation, denn nach der Fahrt hatte ich wirklich einen Bärenhunger. Und Stress hatten wir eigentlich auch gar keinen, denn es war schon spät und an dem Gewässer herrscht sowieso striktes Nachtangelverbot. Somit konnten wir wirklich das Urlaubsfeeling genießen, uns austauschen und ja, gesättigt ins Bett gehen. Mit dem klaren Plan, am nächsten Morgen früh aufzustehen, um dann gemeinsam die Ruten ins Rennen zu bringen, um die ersten Fische fangen zu können. Es ist einfach nur komplett abgefahren, was hier heute abgeht. Das war jetzt Fisch Nummer 15 oder 16, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir haben hier zwischenzeitlich mit 2 oder 3 Leuten gleichzeitig gedrillt, Doppelläufe gehabt. Der vierte Mann hat dann geschaut, dass wir wenigstens alle irgendwie einen Kescher zur Hand haben. Also das habe ich noch nie erlebt, das ist wirklich abgefahren. Wir haben es noch nicht mal 16 Uhr und wir haben schon echt so viele Fische gefangen. Ich bin richtig auf. Wir haben hier einen großen Bereich vor uns, den wir zu viert befischen, wirklich ein großes Areal vor der Staumauer und haben die Routen wirklich, ja, dem Erfolg nach richtig, richtig sinnvoll gestaffelt, weil wirklich alle Plätze laufen. Wie wir hier wirklich gestaffelt haben, mit welchem Futter wir vorgegangen sind und welche Montagen, weil die waren ein bisschen besonders auf diese ganzen Distanzen, da gehen wir später noch drauf ein. Ich bin einfach offen, ich gucke, dass ich die Route jetzt nochmal ins Rennen kriege, dass sie nochmal abläuft und dann habe ich einfach nur Hunger.
Tammo, haben wir noch irgendwo einen Kescher? Irgendwo, ein Kescher. Wir haben hier 4 oder 5 Kescher und überall ist jetzt ein Fisch drin, oder was? Kann nicht wahr sein. Es kann gar keine Route mehr ablaufen. Doch, eine noch. Es liegt noch eine Route. Das ist krank. Ja, wie gesagt, Spendlife hat es schon erwähnt, das war ein wirklich stressiger Tag heute. Klagen auf hohem Niveau. Wir haben natürlich dank Dominik und Tim genau das erreicht, was wir wollten. Die Fische liefen und liefen und liefen bei uns allen Vieren. Das war unfassbar. Ich habe hier jetzt gerade nochmal wieder einen Schuppi. Den werden wir jetzt zurücksetzen. Dann machen wir uns was Schönes zu essen und werden den Abend ausklingen lassen. Um 22 Uhr müssen wir die Ruten hier reinholen. Dann geht noch ein bisschen Futter drauf. Und morgen, ja, werden wir auf alles Weitere eingehen. Auf die Montagen, auf das Futter. Jetzt heißt es aber erstmal den Fisch zeigen, der geht zurück und dann machen wir uns einen schönen Abend. Super geil, tolles Tier. Der darf auch gleich wieder schwimmen. Super ausmachen und hochklappen. Aber. Erzähl mal, warum bist du so nass? Ich bin vom Boot gefallen. Bist du gerade so rückwärts, hast du den Taucher gemacht? Ich hab den kompletten Taucher gemacht, ja. Ich wollte aussteigen. Ich dachte, es wäre schon flach genug, aber war es nicht. Da war ich mit meinem kurzen Bein einfach ein Stück zu klein. Das sah auf jeden Fall so geil aus. Richtig wie so Taucher, die hinten rückwärts rüber gehen über die Bootsreling. Hast du professionell gemacht, aber nächstes Mal solltest du vielleicht die Rute nicht dabei in der Hand halten. Ich habe dabei die Rute in der Hand gehalten. Und ich hatte meine Brille auf und die Mütze. Nein, jetzt ist die Mütze ein bisschen nass. Natürlich spielt auch das Thema Futter hier in diesem Gewässer eine große Rolle und ich bin jetzt gerade dabei, jetzt am frühen Morgen die, ich nenne es mal Tagesration für mich und Sebastian vorzubereiten. Wir haben verschiedenste Boilie-Sorten mit dabei und wir haben auch Partikel, in dem Fall Tigernüsse mit dabei. Und da will ich euch mal was zeigen, was ich vor ein paar Jahren am Cassien von jemandem übernommen habe und was eigentlich eine geniale Möglichkeit ist, gerade im Urlaub auch größere Mengen Tigernüsse zuzubereiten, ohne diese kochen zu müssen. Was man dafür benötigt, ist ein schwarzer Packsack. In dem Fall sind das 30 Liter Packsäcke. Die sind gar nicht groß. Das heißt, gerade auch, wenn man auf dem Weg ist, wenn man unterwegs ist, kann man die richtig schön klein zusammenfalten. Und in diesen schwarzen Packsack, da kommen jetzt die trockenen Tigernüsse. Ich habe hier die 12,5 Kilo Säcke.
Der Vorteil ist einfach, wenn ich das jetzt alles zu Hause schon vorbereiten würde. Logischerweise, wenn die Partikel mit Wasser vollgesogen sind, dann haben sie viel mehr Gewicht. In dem Fall habe ich jetzt die Möglichkeit, Gewicht einzusparen, indem ich die Tigernüsse trocken mitnehme. Ein weiterer Vorteil ist, ich kann direkt hier vor Ort entscheiden, wie viel zubereitete Tigernüsse benötige ich überhaupt. Und das Ganze dauert, ich sag mal, bei der aktuellen Wetterlage mit über 35 Grad tagsüber maximal 24 Stunden. Und zwar schütte ich die trockenen Tigernüsse hier in diesen Packsack hinein. Geh damit vorne ans Wasser, füll diesen Packsack mit Wasser und leg den dann einfach verschlossen in die Sonne. Wer das Prinzip einer Solardusche kennt, die arbeitet ja ähnlich. Und dann weiß man auch, wie warm das Wasser in diesen schwarzen Säcken werden kann. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass auch immer genug Wasser vorhanden ist. Denn die Tigernüsse nehmen ja logischerweise das Wasser auf. Sie quellen ja auch. Das heißt, wenn man das erste Mal macht, nach ein paar Stunden, ich sag mal 4-5 Stunden, sollte man ruhig mal eben kurz gucken, wie viel Wasser ist in den Packsack noch drin. Dann dementsprechend nochmal neues Wasser rein und wieder zurück in die Sonne. Ja, und innerhalb von 24 Stunden ist es dann so, dass man im Grunde genommen fix und fertige Tigernüsse hat. In dem Fall für heute haben wir noch welche. Ich mache jetzt die für morgen fertig. Und das funktioniert einfach super genial. Und wie gesagt, platzsparend und gewichtssparend. Was man auch machen kann, das hat man mir nämlich damals gezeigt, so bin ich überhaupt darauf gekommen. Man hat in Frankreich ja immer Kunststoffflaschen mit dabei. Entweder diese kleineren für Wasser zum Trinken oder die großen 5-Liter-Behälter, die eignen sich noch besser. Auch darin kann man hervorragend Tigernüsse zubereiten. Ich mache das hier in dem Fall mit den XXL-Tigernüssen, weil ich die gerne als Hakenköder haben möchte, also einzeln. Und weil ich einfach mal eine Handvoll dazu beifüttere. Deshalb mische ich die jetzt nicht mit den kleinen. Auch hier einfach die trockenen Tigernüsse in die Kunststoffflasche, Wasser rein. Ab in die Sonne damit. Hier aber ganz wichtig, da baut sich ein enormer Druck drin auf. Also darauf achten, ansonsten fliegt euch die Flasche irgendwann um die Ohren, dass man ab und zu mal eben das aufdreht, Druck ablässt. Also auch das ist eine hervorragende Art und Weise, gerade in den warmen Monaten, um Tigernüsse oder auch andere Partikel zuzubereiten, ohne diese kochen zu müssen. Natürlich setzen wir auch hier hauptsächlich Boilies ein. Und hier ist es auch wirklich der Fall, dass wir hier Masse benötigen. Das heißt, wir müssen relativ viel füttern. Ich gehe da jetzt mal nicht auf irgendwelche Mengen drauf ein, weil das ist natürlich immer nach Gewässer unterschiedlich. Aber wir haben natürlich im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass wir genug Futter dabei haben. Und wir setzen hier neben unserem neuen Prototypen auch auf die Basics Range. Die Basics Range, das ist eine Range aus soliden Grundmixen, Grundmischungen, die einfach seit ewigen Jahren erfolgreich sind und Fische fangen. Da sind keine teuren, hochattraktiven Zusätze drin, aber die benötigt man auch gar nicht. Was wir aber machen ist, wir pimpen die Basics Range ein bisschen auf und das kann man im Grunde genommen genauso auch zu Hause machen. Das funktioniert hervorragend. Ich habe hier einmal den Basics Range Fisch Dunkel in 24 mm mit. Ein richtig schöner, fester Köder, eignet sich hervorragend auch für Gewässer, wo man ein bisschen Probleme mit Katzenwelsen hat. Und wir haben den Basics Fisch Hell. Das ist eine Mischung aus einem Fischmehlköder und einem Kohlenhydratköder. Das heißt, wir haben die Vorteile vom Fischmehl und wir haben die Vorteile vom Kohlenhydratköder, nämlich, dass dieser eine schnelle Durchlaufzeit hat. Den möchte ich jetzt aber ein bisschen aufpimpen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich habe die 10 Kilo Säcke. Die habe ich jetzt gerade eben aufgemacht und die mische ich mit jeweils 2,5 Kilo unserer Ready-Mates. Bei dem Basics Range Fisch Dunkel ist das in dem Fall der Nasty Shrimp in 18 mm. Ganz einfach, weil ich so auch die Möglichkeit habe, mit Farben und Größen zu spielen. Der Basics Range Fisch Dunkel ist, wie der Name schon sagt, dunkler Köder. Und mit dem Nasty Shrimp bringe ich damit noch ein bisschen so einen kleinen farbigen Touch, einen farbigen Kontrast rein. Das gleiche mache ich auch beim Basics Range Fisch Hell, denn da verwende ich den Seafood, der ja wiederum etwas dunkler ist. Auch in einer anderen Größe, nämlich in dem Fall in 24 mm, da die Basics Range Fisch Hell Bodies in 18 mm daherkommen. Das heißt, ich habe hier eine perfekte Lösung gefunden, um eine grundsolide Basismischung noch aufzupimpen. Ich setze hier auf farbliche Akzente, setze Kontraste und ich habe die Möglichkeit, auch hier über verschiedene Ködergrößen zu spielen.
Wie bereits erwähnt, wollte ich nochmal darauf eingehen, welche Rigs und auf welche Montagen wir hier setzen. Bei den Rigs hat sich nichts verändert zu dem vorherigen Video. Weiterhin sind Spinner-Rigs und Kombi-Rigs im Einsatz. Bei den Kombi-Rigs setze ich wie zuvor auch auf die Ready-Tight-Parts. Hier wieder ein Chlor, diesmal in Größe 6. Daran angeboten 24er VNX Hardhook-Bait mit einem 18 mm ID-Wafter on top. War bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr fängig. Dadurch, dass wir hier auf 300 bis 350 Meter Distanz fischen, setze ich hier auf ein Safety-Clip-System. Das befische ich aber nicht mit einem Blei, sondern mit hier umliegenden Steinen. Die Steine liegen hier rum, die umwickle ich einmal mit einem Draht. Dann kann ich die wunderbar in den Safety-Clip einhängen und habe die Möglichkeit, mit ausreichend Gewicht die Rute super zu platzieren, verziehe die nicht auf dem Rückweg. Der Stein kann auslösen und ich belaste das Gewässer nicht mit Blei. Also super Alternative hier am Stausee, um auf die Distanzen ausreichend Gewicht einzubringen und keine Blei zu verlieren. Weil mir ist auf so großer Distanz sehr, sehr wichtig, dass ich kein Hindernis mehr auf der Schnur habe, also kein Blei oder in dem Fall, wie gesagt, kein Stein. Ey, ey, Jungs, die nächste, die nächste. Da läuft schon wieder eine. Alter, das gibt es nicht, ey. Unfassbar. Ich muss mal eben rangehen, Leute. Und die nächste ist einfach nur noch unglaublich. So, da steht Dominik im Drill. Da ist Tim im Drill. Hey Jungs, ich hab den im Netz, das ist ein kleiner Schuppmann. Was ist das? Geisteskrank? Hast du abgelöffelt? Abgelöffelt, dicht im Kescher, kleiner Schuppi. Aber was ist hier los, ey? Krank, oder? Ich geh komplett am Stock, wirklich jetzt. Sagen, einrödeln und dann geht's weiter, oder? Ab nach Hause? Ich habe die Faxen auch dick, ja. Reicht an Pause. Ja, definitiv. Ja, Leute, ihr seht es, jetzt mal eben ein harter Cut. Wir sind nämlich schon auf dem Rückweg. Wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden. Es war noch dunkel. Wir haben gestern Abend alles soweit eingepackt, bis auf die Liegen und die Sachen schon zum Auto gebracht. Haben dann noch mal kurz zusammengesessen mit Tim und Dominik. Ja, und heute Morgen, wie gesagt, dann im Dunkeln nur noch die Liegen ins Auto und losgefahren. Wir befinden uns jetzt hier in Luxemburg. Heißt, wir haben eine kurze Strecke vor uns, dann ist Sebastian schon zu Hause und dann geht es für mich weiter in die Heimat. Ja, was sagst du? War eine coole Session, oder? Ja, es war auf jeden Fall endlich mal sehr, sehr fischreich und ich bin super zufrieden, aber jetzt auch wirklich sehr geschlaucht, ja. Muss ich echt sagen. Ja, wir haben im Grunde genommen da jetzt zwei volle Tage verbracht, zwei volle Tage in der prallen Sonne. Ja. Aber die waren schon spürbar, ne? Absolut. Man merkt es über den Tag verteilt nicht so, weil du bist, man ist halt wirklich in Action, man fängt die Fische, man bringt die Rute wieder raus. Aber abends, wenn die Sonne so ein bisschen hinter den drei Bäumen, die wir da hatten, verschwunden ist, dann hat man schon gemerkt, was man getan hat an dem Tag. Und ja. Ich will es auch gar nicht mehr in die Länge ziehen. Es hat Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch gut mitnehmen. Wir haben sicherlich nicht alles eingefangen, weil es teilweise wirklich einfach auch zu stressig war. Zwei Leute waren dabei, die die Kamera bedienen konnten. Insofern, wenn wir im Drill waren, war es halt auch nicht immer möglich, dass dementsprechend alles festgehalten worden ist. Aber ich glaube, wir haben doch eine ganze Menge im Kasten. Auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal von uns einen herzlichen Dank auf jeden Fall an Dominik und Tim, die uns da eingeladen haben und die auch ohne zu zögern gesagt haben, bei uns läuft das, setzt euch mit hin. Ja, vor allem in ihre Urlaubsangelei. Ne? Das war ja deren Angelurlaub und das war an den Abenden dann auch so ein bisschen Urlaubsfeeling für uns. Ja. War halt auch
Das war ganz cool. War aber cool, genau. Ja. Schön zusammensitzen, abends ein bisschen Social machen. Absolut. Das passte. Ja. Dann würde ich sagen, wir packen jetzt hier den Restkram ein, haben eben eine Kaffeepause gemacht, die ist jetzt vorbei. Und dann geht's nach Hause, oder? Ganz genau. Wie immer, lasst gerne mal einen Daumen oben da, abonniert den Kanal. Und wir freuen uns immer über Feedback. Definitiv. Und, ja, ich kann sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Genau, diesmal ciao. Nicht ganz so chaotisch, aber nächstes Mal vielleicht wieder. Bis dann, ciao.